der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sinnvoll? Oder anders gesagt, brauchen wir ein duales Studium in der Lehrerinnenbildung? Jetzt kennen Sie mich ja bisher als Medienpädagoge und fragen sich wahrscheinlich, was hat diese bildungspolitische Frage nun mit Medienpädagogik oder auch mit mir zu tun? Und tatsächlich habe ich einen Bezug zu dieser Frage. Aber es gibt noch einen Grund, warum ich das hier in dieser Serie Medienpädagogik im Schaukelstuhl thematisiere. Nämlich, weil ich nicht nur Medienpädagoge bin, das ist ja mein Schwerpunkt, sondern von der Ausbildung bin ich Erziehungswissenschaftler. Und in der Erziehungswissenschaft wurde unglaublich viel darüber nachgedacht, wie die Lehrerinnen und Lehrer Bildung verbessert werden kann. Entsprechend auch viel dazu geschrieben, was man heute heranziehen könnte. Unter anderem auch zur dualen Bildung, zum dualen Studium. Aber auch noch viel, viel mehr weiteres. Das heißt, das ist so der Anknüpfungspunkt. Und aktuell ist es ja so, Sie bekommen es mit, nicht nur hier in the land, sondern das ist im ganzen Land wird gerade diskutiert, aufgrund des aktuellen Lehrerinnen- und Lehrermangels, wie man das Studium attraktiver machen kann, wie man mehr Lehrerinnen und Lehrer für das Lehramt begeistern könnte. Und da ist eine Idee hier, vor allem im Ländle, das duale Studium. Ja, und tatsächlich die Studierenden, also viele der Studierenden, finden das Konzept sehr interessant, sehr attraktiv. Im Wesentlichen aus zwei Gründen. Einerseits, es bietet ihnen ein wenig mehr Praxis, als es bisher so ist, obwohl man sagen muss, dass im Rahmen gerade der baden-württembergischen Lehrerinnen- und Lehrerausbildung die Praxis schon definitiv nicht zu kurz kommt. Aber trotzdem ist es so, ich kenne das eben, die Studierenden, viele der Studierenden sagen, ich wünsche mir doch noch ein bisschen mehr Praxis. Und der zweite Grund ist, auch das tatsächlich kenne ich, weil ich mir mein Studium auch selbst finanzieren musste. Wenn man im Rahmen, was im dualen Studium üblich ist, entsprechend parallel auch arbeitet, man zumindest eine gewisse Finanzierung auch für das Studium hat. Also eben nicht parallel dazu zum Studium noch arbeiten muss. Das entlastet doch durchaus. Und das ist der Grund, warum Studierende das Konzept des dualen Studiums erstmal attraktiv finden. Und tatsächlich ist ja auch die duale Ausbildung sehr, sehr attraktiv. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich mir das Studium finanzieren musste und ich habe in einigen Handwerksbetrieben gearbeitet und habe mir dadurch mein Studium finanziert. Und deswegen habe ich auch mitbekommen, wie die Kolleginnen und Kollegen dort, die Auszubildenden, durch diese duale Ausbildung gewachsen sind. Und tatsächlich ist es ein tolles Konzept, muss man sagen. Es ist übrigens auch weltweit eine deutsche Besonderheit, diese duale Ausbildung. Also die Kombination aus Praxis im Betrieb und der Ausbildung in der Berufsschule. Und ja, wie gesagt, es ist ein tolles Konzept, weil es bietet zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich direkt, wenn mir in der Praxis eine Frage begegnet, ich diese Frage direkt in die Berufsschule bringen kann. Oder wenn ich sozusagen, also in der Berufsschule häufig ist ja so, im Studium ja auch, man fragt sich dann, ja, und wozu brauche ich das in der Praxis? Und wenn die Praxis und die Berufsschule ständig wechselt, dann habe ich immer auch die Möglichkeit, das, was ich gerade in der Berufsschule theoretisch erlernt habe, dann gleich auch in der Praxis auszuprobieren. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Motivation, wenn ich eine Herausforderung in der Praxis entdeckt habe, diese dann wiederum in der Berufsschule zu thematisieren. Sie merken also, dieses Wechselspiel aus Praxis und Theorie gelingt da tatsächlich sehr gut in der dualen Ausbildung. Das ist durchaus auch nochmal ein beträchtliches Argument für die duale Ausbildung. Auch ist es so, denken Sie wieder ans Handwerk, gibt es ja viele Bereiche, viele Wissensbereiche, die wir nicht unbedingt kodifizieren können.
Kodifizieren heißt also verschriftlichen oder auch kodifizieren, wenn ich etwas erzähle, dann ist es auch, dann ist Sprache natürlich auch ein, also auch ein Code. Und ich kann nicht jeden Wissensbestandteil kann ich nicht unbedingt verschriftlichen, sondern es gibt durchaus Tazite, sogenannte Tazite Wissensbestandteile, die ich erst durch das Tun ausbilden und verfertigen kann. Zum Beispiel fällt mir da ein Fliesenleger. Sie können sich theoretisch das Wissen angeeignet haben, wie man, welchen Kleber man nutzt und welche, wie die Vorbereitungen stattfinden müssen und wie Sie dann entsprechend die Fliesen verlegen. Aber jemand, der Übung hat, das erkennt man sofort. Das sieht dann auch mal viel, viel besser aus. Und das meint dieses tazite Wissen, und da gibt es im Handwerk ganz viele Bereiche, ja, in denen man so ein Gefühl, Fingerspitzengefühl für den Werkstoff, für das Werkzeug auch, also auch entwickelt, was man einfach schwer verschriftlichen kann. Und Sie sehen da, vielleicht könnte man durchaus auch in Bezug auf das Lehrerinnen und Lehrer sein, gewisse Parallelen sehen. Auch da ist es ja so, man hat dann zwar das akademische Studium, die erste Phase der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, aber so richtig das Fingerspitzengefühl zu entwickeln und das richtige Lehrerinnen- und Lehrersein entwickeln die meisten erst im Ref, im Referendariat, also richtig in der Praxis. Und da ist natürlich auch wieder das Argument, warum nicht, ähnlich wie wir es aus der dualen Ausbildung kennen, diesen Theorie-Praxistransfer dann nicht schon vor ins Studium holen. Das ist auf jeden Fall ein Argument. Aber Sie kennen wahrscheinlich diese Serie schon und dann wissen Sie, dass genau an dieser Stelle jetzt ein ganz großes Aber kommt. Und das kommt jetzt. Und dieses Aber lässt sich beschreiben mit drei Buchstaben. Einem A, einem U und einem S. Und das macht genau den Unterschied aus. Nämlich der Unterschied zwischen Lehrerinnen und Lehrerbildung und Selbstbildung und Lehrerinnen und Lehrerausbildung. Also das heißt etwas, jetzt in Bezug auf das Handwerk, etwas, was Sie, wenn Sie entsprechend in diesem Bereich gelernt haben, Sie ausgelernt sind, Sie sozusagen das Wissen dieses Handwerks beherrschen und Ihnen dann so schnell niemand mehr was vormachen kann, wenn Sie Gesellin oder Geselle in dem entsprechenden Handwerk sind. Das eine ist abgeschlossen und das andere bleibt fluide. Und ich glaube, dass genau das wichtig ist für das Lehrerinnen- und Lehrersein. Nämlich, das Besondere im akademischen Studium ist, dass Sie das, was in dieser Welt sich ständig verändert, mit anderen Augen wahrnehmen können. Nämlich mit den Augen einer Wissenschaftlerin, eines Wissenschaftlers. Also diesen, in einem akademischen Studium, diesen wissenschaftlichen Blick, diese wissenschaftliche Zugangsweise für sich gelernt haben und verinnerlicht haben. Und diese ist insofern wichtig, weil wir davon ausgehen können, in meinem Fach muss man da einfach nur ein paar Jahre zurückschauen. Also denken Sie zum Beispiel an das, wie sich Medien in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt haben und welche Auswirkungen das für die Gesellschaft gehabt hat. Enorme, unglaubliche Auswirkungen und unglaubliche Veränderungen. Und das gilt natürlich für alle Bereiche, in jedem Fach und nicht nur für die Medien. Das heißt, es ist absolut erforderlich, gerade in der Schule mit einem Blick die Gesellschaft zu sehen und ihr jeweiliges Fach zu verstehen, der eben ein wissenschaftlicher, ein akademischer Blick ist, weil sich ständig etwas verändert. Und Sie nur dann in dem Moment, wenn Sie nicht davon ausgehen, dass Sie ausgelernt sind, dass Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen haben, also im wahrsten Sinne ausgelernt, zu Ende gelernt haben,
dass das nämlich ein laufender Prozess ist, dann haben sie genau das, was Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Nämlich, dass sie ihren Schülerinnen und Schülern auch dieses Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler sein, das Kritische, das Hinterfragende auch weitergeben können. Und dass sie eben selbst auch immer diesen kritischen Blick behalten und sozusagen immer wieder neu auf ihr Fach, auf die Gesellschaft, auf die Zusammenhänge, in denen sie eben agieren, blicken können. Und das macht das Akademische der Lehrerinnenbildung aus. Und wahrscheinlich würde das im Rahmen eines dualen Studiums verloren gehen durch diese Entakademisierung. Das ist eine Gefahr, die ich da sehe. Und vielleicht ist das größte Problem an dieser Stelle ja nicht, dass wir, es geht weniger um Konzepte, das für oder wider bestimmter Konzepte. Und es geht leider auch aktuell in den Diskussionen nicht so sehr darum, dass wir das Lehrerinnen- und Lehrerstudium möglichst gut machen, dass es attraktiv ist und dass es sozusagen Lehrerinnen und Lehrer ermöglicht, möglichst gut zu arbeiten, sondern es geht primär darum, den aktuellen Lehrerinnen- und Lehrermangel zu beseitigen. Und das ist insofern schade, denn in dieser Herausforderung, in dieser Problemlage, in der wir uns befinden, dass es aktuell zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt, steckt natürlich auch eine Chance, die Lehrerinnen- und Lehrerbildung so attraktiv zu machen, dass es ein toller Job ist, dass die besten Leute, die wir haben, Lehrerinnen und Lehrer werden. Und es nicht nur darum geht, irgendjemanden zu gewinnen, den man in die Schule schicken kann, damit die Schulen funktionieren. Und dafür müsste man ein bisschen mehr noch mit denjenigen sprechen, die sich richtig damit auskennen, mit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, nämlich mit den KollegInnen aus der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Das wäre mein Wunsch an die Bildungspolitik. Und das waren meine Gedanken zum dualen Studium.